Everything changes. Halli, hallo, hallöchen, wir spielen wieder LS17 auf der PlayStation 4 in Gold Coast Valley. Und letztes Mal haben wir hier dieses schöne Kuhn-Gerät gekauft. Vorne ein Zusatzbehälter, hinten eine schöne Saatmaschine. Und das funktioniert recht gut. Und das wollen wir jetzt weiter einsetzen. Wir haben ja da ein bisschen Geld mit der BGA jetzt machen können. Und ich denke, es ist an der Zeit, das Geld natürlich wieder auszugeben. Die Ernte steht eigentlich kurz bevor bei den meisten Feldern, also es wird eigentlich wieder was reinkommen. Wir sind jetzt hier eigentlich bei der Maisernte oder beim Maishäckseln quasi, damit wir da wieder die BGA befüllen können. Da sind wir eigentlich dabei und ich glaube, jetzt wird es mal Zeit, damit wir da einen richtigen Traktor kaufen. Und wenn ich sage, ich einen richtigen, dann meine ich einen richtigen. Wir haben jetzt eigentlich eher so die Unterklasse bis Mittelklasse, wenn wir hier so durchschauen. Hier haben wir einen alten Massey Ferguson. Hier habe ich noch eigentlich Stroh-Einstreumaschine noch gekauft, das letzte Mal. Die steht jetzt hier beim Schweinestall. Wir haben hier einen Valtra N, also auch ein kleinerer Traktor mit 180 PS. Dann haben wir so einen kleinen T6 von New Holland, auch ein kleiner Traktor. Da haben wir natürlich was anderes. Hier haben wir eigentlich schon was Größeres, ein 800er Vario, ist jetzt nicht so klein mehr, aber ist eigentlich Mittelklasse. Und ja, da haben wir wieder einen kleinen Hülimann. Da war ein kleinen Deutz. Ich sag, jetzt ist es wirklich an der Zeit. Wir kaufen da einen großen Traktor. Und zwar, wenn wir da doch mal schauen, hier hinten im Shop, in der untersten Schublade, gibt es ja hier noch so Special-Dinger. Also ich habe die jedenfalls, die wird nicht jeder haben. Und ja, wie ihr seht, habe ich da ja schon hier den Vario Black Beauty angeklickt. Der kostet natürlich ordentlich Batzi. Der kostet ordentlich Geld. Der kostet richtig was. Wir hätten natürlich auch noch so einen Blue Power Heavy Dirty von New Holland. Ist natürlich auch nicht so großer Traktor, sage ich mal. Wir haben da schon noch ein paar Dinger dabei, aber das ist hier so ein Traktor, der hat über 300 PS. Also hier hat er gerade 300 und ich glaube, den werden wir uns jetzt kaufen und der kommt jetzt auf unseren Hof. Das Geld reicht. Ich glaube, wir haben uns das verdient. Wir kaufen den aber natürlich mit 390 PS und mit Breitreifen. Bei denen können wir natürlich nachher auch Zwillingsbereifung drauf tun. Aber der Traktor wird uns eigentlich lange dienen können. Und der kann dann nämlich schon richtig was ziehen, da können wir auch wieder größere Geräte kaufen und so weiter und so fort. Und den werden wir jetzt kaufen für 337.800 Euro. Und da bleibt nachher nicht mehr viel bei uns auf dem Konto. Ich kaufe ihn. So, scheiße, jetzt habe ich den. Scheiße ist es nicht, aber wir schauen uns den jetzt an. Das ist natürlich der Traktor überhaupt hier. Es gibt natürlich für die PlayStation kein 1050er oder kein 1000er Serie hier. Aber hier haben wir jetzt mal einen richtigen Fendt 939 mit Breitreifen. Also das Teil, das ist natürlich geil, das wird natürlich hier auf dem Hof ordentlich uns dienen können. Ich finde es geil, er sieht cool aus in Black, Black Beauty Sonderedition. Und ja, wenn wir denn so ein Teil haben, wollen wir das ja natürlich auch fahren. So, jetzt bin ich mir gar nicht sicher, es gibt ja hier noch so eigentlich, Moment mal, wir brauchen ja hier noch das ordentliche, das richtige Gewicht dafür. Von Fendt gab es jetzt nicht noch andere dazu.
Oder hätte ich mich da getäuscht? Nein, es gibt eigentlich die, was wir hier schon haben. Wir haben ja schon eins für ein 800er. Da gibt es noch ein größeres. Ja, brauchen wir das jetzt gerade? Brauchen wir das nicht? Wir kaufen das einfach, nehmen das mit. Jawohl, okay. So, und dann können wir hier mal. Boah. Das ist mal ein Traktor. So, dann machen wir mal das Gewicht auch noch ran. So, da hat er auch das richtige Gewicht eigentlich dran hier. Und so können wir eigentlich schon auf dem Hof donnern hier. Und das Ding geht natürlich auch 60. Das geht richtig gut. Jawohl, ihr seht. Der geht ab. Mehr Geld geben wir heute mal nicht aus. Ich glaube, hier so ein Fendt einmal so am Tage, das reicht. Wir haben es uns verdient, würde ich sagen. Wir haben es uns verdient. Wir haben hier etliche Stunden, Tage, Wochen, Monate auf der Karte verbracht, haben hier gearbeitet und geschuftet. Und jetzt ist es doch an der Zeit, ja, uns selber zu belohnen. Und ja, da haben wir auf jeden Fall mal einen fetten Traktor, was uns da ordentlich helfen kann. Der stärkste, was wir jetzt auf dem Hof haben, 390 PS. Der sieht natürlich auch innen drin hier richtig schnieke aus. Und das Teil kommt jetzt hier zu uns in Black. Und den werden wir dann natürlich auch demnächst gleich mal einsetzen. So, aber erstmal möchte ich hier der Mutti den Traktor hier mal vor der Tür stellen. Okay, da steht eigentlich immer noch das alte Auto. So, so muss das eigentlich aussehen. Wir sind mit dem Traktor natürlich da direkt vor die Tür gefahren. Und da ist er. Da ist er. Da lassen wir ihn erstmal auch. Ich muss gerade mal schauen, wo wir eigentlich momentan gerade mit der Ernte stehen. Vielleicht können wir den ja gleich mal hier aufs Feld schicken. Wachstum. Es ist eigentlich alles so. Erste Reifestufe. Okay. Ich glaube, Kartoffeln, die wären eigentlich schon soweit zum Ernten. Ansonsten ist der Rest noch nicht so weit. Aber warte mal, wir haben ja noch sonst zu tun. Wir haben hier, warte mal, wir werden mal hier noch eine Schaufel reinschmeißen. Wie ist denn der Preis eigentlich? Wie ist denn der Preis für die Silage? Ist der immer noch so schön bei 942? Da können wir hier noch das Teil da leer machen. Da steht auch noch der Traktor hier. Da müssen wir das nächste Silo eigentlich wieder vorbereiten, damit wir da wieder Nachschub haben. Aber das können wir noch reinschmeißen. Das gibt noch mal, ja, zwei Schaufeln sicher, zweieinhalb Schaufeln, gibt noch mal 20, 25.000 vielleicht noch. Und dann haben wir da schon wieder was zusammen. So, und dann ist eigentlich, das letzte Mal habe ich noch so eine halbe Million gehabt. Aber so eine halbe Million ist eigentlich gleich mal weg. So, gab es schon wieder 10.800. Jawohl. So, holen wir da noch eine Schaufel. Gibt es dann natürlich wieder mehr. Ja, so eine halbe Million ist doch schnell ausgegeben, wenn man dann auch so einen Traktor kauft. Es ist ja immer so, man möchte ja immer hier was Cooles und das Geld natürlich ausgeben und immer was dafür haben. Soll man ja auch, dafür ist es ja da, dafür spielen wir hier, dafür erarbeiten wir uns hier alles. Und hier ist nichts gescheatet, hier ist alles wirklich das ganze Geld erarbeitet. Ich habe nicht mal alle Goldmünzen eingesammelt hier oder Golden Nuggets.
So, das Fahrsilo ist leer, das haben wir geschafft, jetzt schmeißen wir das noch rein, gibt es dann doch plus 20.000 hier insgesamt, gibt vielleicht noch ein paar, vielleicht gibt es noch 9.000 hier, ist nicht voll, ist halt nicht ganz voll. Okay, das ist nicht so schlimm. Wir wollen nachher hier noch das Silo ein bisschen bearbeiten. Wir wechseln mal gerade die Schaufel. Hier ein bisschen Silage schieben, das nächste vorbereiten. Und wenn das hier weiter mit der BGA eigentlich so gut läuft, dann können wir da bald wieder so einen coolen oder einen ähnlich coolen Traktor kaufen. Oder vielleicht noch ein Feld oder irgendwie so. So, ich fahre einmal drüber hier, mal schauen, komme ich hier drüber überhaupt. Eigentlich sieht es ja nicht so schlecht aus, wie ich es aus abgekippt habe. Ich muss das eigentlich bloß ein bisschen verdichten. Hier hinten komme ich natürlich, das ist klar. Jetzt habe ich das Ding hier festgesetzt. So, wollte da eigentlich noch mal mit dem Traktor eigentlich drüber und abkippen. Und die Schaufel wollte ich hier, oder das Schiebeschild wollte ich eigentlich gar nicht groß einsetzen. Weil sobald du das einsetzt, hast du natürlich nachher hier entweder riesige Löcher drin. Ja, da muss noch ein paar Mal drüber fahren, bis das richtig platt ist. Ja, muss da wahrscheinlich schon ein bisschen mit dem Schild arbeiten. So, wir versuchen jetzt trotzdem mal. Alles klar, das Schild abzuwerfen. Ja, mein Fehler. So, eigentlich wollte ich mit dem Traktor drüber fahren hier. So, und das nächste Mal werden wir natürlich auch bestimmt den Fan schon im Einsatz haben. Drüber fahren ist gut. Ich sollte es vielleicht doch mal auskippen. Ansonsten ist das alles hier. Hier hinten ist ja noch nicht so viel. Kippen wir es hier hinten noch voll. Okay. Haben wir jetzt hier eigentlich einen Kercher mal gekauft schon? Oder ist hier eigentlich noch kein Kercher? Könnte ich gerade das Teil hier sauber machen? Ich glaube, da ist nämlich noch gar kein Kercher vor Ort. So, dann können wir eigentlich den hier starten. Der 900er. Dann können wir. Den hier eigentlich zusammenklappen und fahren eigentlich gerade mit dem Anhänger zur BGA. Und. Ja, kippen das da ab. Der Anhänger sollte eigentlich auch mal. Irgendwie. Gewaschen werden. Aber das machen wir bei gegebener Zeit. So, auf jeden Fall haben wir jetzt einen Traktor mehr, ein Spezial Edition Black Beauty, ein 939er Fan. Und ich bin die ganze Zeit schon mal am überlegen, scheiße, ich muss den jetzt muss ich irgendwas mit dem machen. Ich muss doch jetzt den einsetzen, ich muss jetzt irgendwie was, ich fahre irgendwas. Ich weiß bloß noch nicht was. So, aber trotz all dem haben wir eigentlich in der letzten Zeit recht viel gekauft hier und sieht aber eigentlich gar nicht so schlecht aus auf unser Konto. 93.000, das war selten, damit wir eigentlich überhaupt so viel hatten. Und wie gesagt, die Ernte steht noch bevor. Die meisten Felder sind jetzt eigentlich bald erntereif. Und da können wir doch unseren neuen Traktor da auch einsetzen bei der Ernte. So, kommen wir hier mit den Häcksler eigentlich drüber. Kann natürlich sein, damit ich mich mit dem festfahre.
Eigentlich wollte ich gar nicht anhalten, aber geht noch. Noch drüber gekommen, also nicht schlecht. Entweder habe ich so gut gekippt oder die Motoren sind hier oder die haben so viel Grip, damit die da so schön drüber kommen. So, den lassen wir auch mal so stehen. Jetzt würde ich eigentlich noch was mit den, ich muss da noch mal den neuen Traktor anschauen hier. So. Ich würde den gerne mal konfigurieren. Klingt zwar blöd, ist aber so. Wenn wir doch jetzt schon einen Traktor auf dem Hof haben, hier mit Zwillingsbereifung, der Zwillingsbereifung drauf machen kann, konfigurieren. Das kostet mich natürlich wieder, aber irgendwann mache ich es ja eh. Ja. Okay. Wow. Das ist natürlich ein fettes Teil jetzt hier. Das sieht richtig cool aus. Okay, ich wollte bloß mal schauen, wie der mit Zwillingsbereifung aussieht. Ja, in dem Sinne, denke ich, wäre das das für heute erstmal gewesen. Wir haben genug Geld ausgegeben. Es reicht, sonst mache ich bloß noch mehr. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und da wird es vielleicht schon erntetechnisch schon ein bisschen weiter sein. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.